Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich kurz das Thema Vorwiderstand des Klimalüfters beleuchten, den ich mir für mein Fahrzeug neu bestellt habe. Der in meinem Fahrzeug verbaute hat seine beste Zeit hinter sich und daher möchte ich ihn austauschen. Die Artikelnummer des Vorwiderstandes von Mercedes-Benz blende ich euch jetzt ein. Allerdings ist dieser bei Mercedes-Benz weder online noch hier bei mir beim Händler um die Ecke lieferbar. Die Unternehmen Bosch und Beru haben die mal produziert. Die sind aber auch, wenn man dort den direkten Vertrieb sucht, auch nicht mehr lieferbar. Und ich habe den jetzt von der Firma Wemo erhalten. Die Artikelnummer dieses Vorwiderstandes blende ich euch auch gleich ein. Jetzt ist es so, dass der Vorwiderstandswert mit 0,2 Ohm durch den Hersteller angegeben ist. Wenn man sich jetzt von der Firma Wemo diesen kaufen möchte, wird man aber nirgendwo diesen Widerstandswert abgedruckt finden. Lediglich die Äquivalenz zu der Artikelnummer von dem Mercedes-Benz-Vorwiderstand, die wird angezeigt, genauso wie eine Liste mit Modellen, in denen dieser Vorwiderstand verbaut werden kann. Was ich jetzt aber nochmal mit euch machen möchte, ich habe hier ein Spannungsmessgerät. Wir schauen uns mal an, ob der Widerstandswert hier auch 0,2 Ohm entspricht. So, das ist dieser Vorwiderstand von der Firma Wemo. Da sieht man auch nochmal die Artikelnummer drauf. So sieht er aus. Eigentlich nichts Besonderes. Ist aus Keramik. Schätze ich mal, dass es das ist. Und wenn wir jetzt hier mal das Spannungsmessgerät anlegen, erkennen wir einen Wert von, kann man das sehen, 0,2 Ohm. Warum ich diesen Vorwiderstand auswechseln möchte, zeige ich euch jetzt am Fahrzeug. Das ist die Stelle, wo der Vorwiderstand sitzt. Normalerweise ist er hier festgeschraubt. Den habe ich aber demontiert, weil ich diese Fläche hier habe vom Lackierer lackieren lassen. Die war flächig angerostet. Dies fiel mir auch schon beim Kauf des Autos auf, war damals für mich aber nicht entscheidungsrelevant. Dennoch war es mir ein Anliegen, dass, bevor es durchrostet oder zu größeren Schäden kommt, das fachmännisch lackieren zu lassen. Dieses Teil kann man ja nicht einzeln austauschen. Das wäre wahrscheinlich dann größerer Akt, wenn es dann durchgerostet ist, das wieder ins Stand zu setzen. Hier sieht man leider so ein paar Farbspritzer an diesem Kunststoffclip, der von der Rückseite eingesetzt wird. Den hatte ich zwar abgenommen, aber hat doch was abbekommen. Ich bin jetzt mit dem Ergebnis sehr zufrieden und als ich dann den Vorwiderstand demontiert habe, fing der schon an, sich in seine Einzelteile zu zerlegen. Hier interessant zu sehen ist A, der Hersteller Beru. Und meines Wissens ist das hier noch das originale Teil, was im Werk damals verbaut wurde. Und hier eine 0,2, die auf den Widerstandswert hindeuten soll. Wir demontieren jetzt mal den alten Vorwiderstand. Jetzt nochmal der alte und neue Vorwiderstand im Vergleich. Eigentlich 1:1. Die werden natürlich mit Halterung geliefert und dann werden die hier in diese beiden Löcher eingesetzt. Was ich allerdings noch mache, ich werde mir gleich mein Mike Sanders Fett holen und werde hier die Löcher noch ein bisschen einschmieren, da er durch die Schrauben, die dann hier an den Lack kommen, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Lack abgeht und damit mir das nicht wieder anfängt zu rosten. So sieht dann das fertige Endergebnis aus. Es ist ein bisschen friemelig hier mit den beiden Schrauben, die rückwärtig einzuführen, aber letztendlich geht es doch. Hier nochmal der alte Vorwiderstand und ich denke mal, dass das von der Substanz her recht sinnvoll war, den auszutauschen. Hier ist er auch schon gebrochen. Und ich denke mal, man macht nichts damit falsch, wenn man sich für 25 Euro ein Neuteil einbaut. Nun sind wir am Ende dieses Videos angekommen und ich möchte nun noch mal kurz wiedergeben, wofür dieser Vorwiderstand überhaupt da ist. Habt jedoch bitte Nachsicht mit mir, das lese ich selber ab. Und zwar, was ich herausgefunden habe, ist, dass der Widerstand Teil der zweistufigen Regelung des Zusatzlüfters ist. Wenn das Kältemittel am Trockner
über 52 Grad hat oder der Druck am Trockner über 20 Bar. Dann läuft der Lüfter über den Vorwiderstand mit verringerter Drehzahl. Wenn das Kühlwasser dann 105 Grad hat, jetzt weiß ich an dieser Stelle aber nicht, meine ich mit hier das Kältemittel als Kühlwasser oder das Kühlwasser, was im Kühlerkreislauf drin ist. Auf jeden Fall lautet der Satz, wenn das Kühlwasser dann über 105 Grad hat, wird er mit voller Leistung ohne Vorwiderstand zugeschaltet. Die Umschaltung machen die beiden Relais K9-K10, die hinter dem Handschuhfach neben dem KPR-Leerlaufsteuerung eingebaut sind. Das ist so eine kleine technische Erklärung. Mir ging es jedoch einfach nur darum, das defekte Teil auszutauschen. Ob das jetzt so erforderlich ist bei mir, da ich a. gar kein Kältemittel in der Klimaanlage drin habe, die ist ja bei mir nicht befüllt, und b. in unseren Breiten mit den doch moderaten Temperaturen, wo es vielleicht nicht so heiß wird, so erforderlich war, weiß ich nicht, aber bei mir war es auch ein Teil der Kosmetik, weswegen ich das machen wollte. Ich hoffe, dieses Video nützt euch auch ein wenig, wenn ihr euch mit dem Thema befasst, und freue mich auf das nächste Video mit euch und verabschiede mich.